Wird jetzt die sogenannte Landezone angeflogen. Die Flieger stehen hier in ständigem Kontakt mit dem Aufklärungsflug des Jagdkommandos. Jede Lage ändert. Hinter den AW212 sehen Sie unsere Black Hawk, einer der modernsten Transporthubschrauber in der 11-Tonnen-Klasse. Die Hubschrauber landen nun. Die Jäger machen sich bereit zum sofortigen Absitzen. Beginnt erst die Arbeit für die Soldaten. Schauen Sie ihnen jetzt zu. Es ist ein Privileg für die Hubschrauberpiloten, dass sie jetzt so viel Platz zur Verfügung haben. Das haben sie normalerweise nie. Sie müssen das zwischen Bäumen und Gebüschgruppen genauso absolvieren können. Und das machen sie sehr präzise. In der kritischen Zone so kurz als möglich zu verbleiben, damit wir nicht Verluste hinnehmen müssen. Wieder dicht gefolgt vom Black Hawk. Was machen die Jäger 25 jetzt? Sie bauen sofort Rundumsicherung auf. Das heißt, unsere Staatsbürger bekommen jetzt zum ersten Mal ihr Bundesheer zu Gesicht. Ganz dicht über dem Pickup fliegen. Es ist gar nicht leicht, den Hubschrauber dort zu halten, und der Sniper legt in diesem doch sehr wackeligen Gefährt. Sie sehen jetzt gleich Säcke herausfliegen. Das Jagdkommando seilt sich hier im Bathroping-Verfahren ab. Das sind 18 Meter lange dicke Taue. Die Soldaten sind ungesichert. Das ist wie im Turnsaal beim Abseilen. Nur im Turnsaal ist es unten zu Ende. Für unsere Jagdkommandos beginnt jetzt unten erst die Arbeit. Rasch zum Pickup. Minute am Ziel. Wirksame Feuerunterstützung liefern zu können. Jetzt kommt der Black Hawk und nimmt die Leute am Boden nicht. Jetzt ist etwas ruhig.